Erstmal dick auftragen. Klein beigeben, kannst du immer noch. Ich hätte niemals gedacht, dass das mit dem Touareg geht, Alter. Oh. Herzlich willkommen zu VWR Summer Games. Es ist Payback-Time. Verdammt nochmal! Herzlichen Glückwunsch, du hast die gesamte Challenge gewonnen. Bei den Ice Games hat mich Benny gewonnen und Matze möchte sich rächen. Ja? Und für diese Challenge haben wir die ganze R-Familie mitgebracht, 7 Fahrzeuge. Und jedes davon kommt hoffentlich in Einsatz. Aber erstmal begrüßen wir die Kontrahenten. Matze. Ein wunderschönen Sydney. Alles gut? Ja klar, immer. Und ja? Bei dir? Ja gut, gut. Hast dich erholt von der Niederlage. Musst du schon wieder das Salz in die Wunde rein? Ja sicher. Herr Ober, was gibt's denn heute? Was gibt's denn heute? Es gibt was zu essen. Bisschen Wasser als Begleitung zur Cola? Ja, ja. Das ist sehr schön. Das ist gut. Schenke ich mal das Wasser eben ein. Oh, das tut mir natürlich jetzt leid. Wir haben uns hart gestritten teilweise, ja? Ja, das war schon gut. Also das Essen hat gut geschmeckt. Wir haben 3 wundervolle Challenges mitgebracht. In deinen Augen wundervoll. Ja, sie sind super. Wir gehen direkt rein mit der ersten Challenge. Wir haben hier 7 Familienmitglieder dabei, die ganze Palette. Und wir haben hier 7 Schlüssel in 7 Säcken. Und wir dürfen uns einen aussuchen. Ihr dürft gleich hier einmal reingreifen. Erste Challenge ist die, dass wir auf den Westteil der Strecke vom Bilsterberg werden wir eine schnelle Runde fahren. Mhm. Und während der Fahrt stelle ich Fragen zu den jeweils anderen Probanden. Also so ein Quiz. Richtig. Jede richtige Antwort beschert dir 10 Sekunden Guthaben auf deine Zeit. Was? Hä? 10 Sekunden? 10 Sekunden? Aber das ist genau das Geile, weil dann denkt sich jeder, ach komm, ich bin so safe, verkackst eine Frage und der andere hat 2 richtig, dann bist du am. Du fängst an. Ich nehme den hier. Golf! Ich flipp aus. Was haben wir? Ist das ein Golf? Golf! Den Golf. Ich yes. Flipp aus. Na also, läuft die Chose. Aber er hat ja jetzt schon mal einen riesen Benefit, weil er hat auf jeden Fall mal für Rennstrecke. Warte. Er fährt in dir jetzt warm. Ja, genau. Das ist gut. Let's go. Ja, okay, auf geht's. Let's go. Wo ist die Startlinie? Einmal hier vorfahren bitte, die Querstange. Das ist die Startlinie? Richtig. Die weiße? Sobald ich losfahre, stoppst du oder sagst du 3, 2, 1, go? 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go! Perfekte Launch Control. Okay, bist du bereit für die Fragen? Ja, lass, mach. Welches war Bennys Lieblingsauto in seiner Jugend? Golf GTI. Falsch. Willst du die richtige Antwort hören? Nein. Okay. Bei welchem Motorenzaun geht Benny das Herz auf? Porsche 911 992 Cup. Falsch. Aber war mutig die Antwort. High Speed, Junge, das ist ja richtig Laune hier. Fährt Benny lieber in die Waschstraße oder in die SB-Waschanlage? SB-Waschanlage. Richtig. Yes! Yes! Damit 10 Sekunden auf deinem Konto. Ich werde dieses Auto gleich nicht losen. 100 Pro. Die Räder sind weg. In welchem Jahr startet Benny in der Formel BMW als Teamkollege von Sebastian Vettel? 2001. Falsch! Ey, ich bin doch nicht so alt. In welchem Ort ist Benny geboren? Duisburg. Richtig! Yes! Yes, sir! Ey, 2 Fragen, der. Komm, Benny! Oh, yes! Also langsam ist das hier auch nicht. Nein, langsam ist das auf gar keinen Fall. Aber das Auto, das agiert auch mega. Das liegt aber auch am Fahrer. So, jetzt, Achtung! Und stopp! Ja? Oh. Ah. Nicht schlecht. Oh. Danke, danke. Du bist da rumgeflogen. Alter Schwede, ey. Sydney, was ist los? 2:44.74. Das war schwer. Minus 20 Sekunden sind wir bei 2:24.74. Es geht jetzt um dein Auto. Auslosen. So, du hast dieselben Chancen wie Matthias. Den nimmst du? Und? Touareg. Touareg? Touareg. Ernsthaft? Ernsthaft? Ohne Scheiß. Touareg. Geil! Alter, das ist richtig gut. Komm! So! So! Du hast dir also den Touareg ausgewählt. Ja, finde ich ein fantastisches Auto für die Rennstrecke. Das ist prädestiniert dafür. Der leistungsstärkste VW, den es je gab. Exakt, der stärkste Volkswagen aller Zeiten. Wir sitzen ja im Touareg. Ja, aber du willst jetzt hier nicht anfangen zu offroaden. Wir sitzen im Touareg. Track Limits. Ja, ist. Track Limits. Ich sitze im Touareg. Ich sitze im Touareg. Okay. Einfach gerade. Oh. Ich sitze im Touareg, lieber. Also, ey? Ja.
So, können wir loslegen? Also, der Shortcut, den nicht. Kann ich nicht durchgehen lassen. Die Strecke an sich, die müssen schon einhalten. Alles klar. Ja? Okay. 3, 2, 1, los! Boah, schieben tut der aber schon mal böse, ne? Geht gut, hä? Okay, du bist bereit. Ja. Welches war Matthias' Lieblingsauto in seiner Jugend? Porsche 911. Du sagst uns selbst. Was war das denn? Ich sitze hier im SUV, da muss ich halt die Vorteile des Autos nutzen. Das war richtig. Ah, sehr geil. Ja, richtig. Welche Farbe bevorzugt Matthias bei seinem privaten Auto? Schwarz. Falsch. Boah, über den Körper drüber, die man definitiv normalerweise weglassen müsste. Fährt Matthias lieber in die Waschstraße oder bei der SB-Anlage? Waschstraße. Falsch. Wasser! Warte, weiter geht's! Ich hätte niemals gedacht, dass das mit einem Touareg geht, Alter. Was machst du? Ist die Rollover-Protection. Ach, greif da rein. Du Schande! In welchem Jahr machte Matthias seine Rennlizenz? Oh, 2001. Richtig! Ja! Ja! Woher weißt du das? Bam! Alter, geraten! Woher weißt du das? Ich hab's geraten! Okay, okay. In welchem Fahrzeugmodell nahm Matthias 2004 am 24-Stunden-Rennen am Nürburgring teil? 2004? Ja. Im Volkswagen? Nein. Nicht? Okay. Komm! Yeah! Yes! Wie Benny Leuchter mit diesem Touareg über diese Strecke gehämmert, geflogen und auch gepflügt ist. Ja. Irre. Eine groben Unterschied von 8 Sekunden schneller war Matze. Glückwunsch. Somit 3 ja. Punkte. 3 gibt es direkt? 3 Punkte. Jetzt geht's wieder zum Ernst. Nächste Challenge. Nächste Challenge, Drag Race. Let's go. Wie angekündigt, haben wir hier 2 Fahrzeuge pro Person. Heißt, mit dem SUV fährst du jetzt Slalom rückwärts. Wenn du in genau diesem Rechteck stehst, ja, wechselst du in den Arteon, den beschleunigst du vorwärts. Dort ist wieder eine Box, dann bleibst du stehen, steigst aus, berührst die Fahne, ja, und machst denselben Weg rückwärts. Du machst genau dasselbe jetzt mit dem Arteon. Geradeaus wechselst das Fahrzeug in den Tiguan und dann Slalom rückwärts. Steigst aus, berührst die Fahne, steigst wieder ein und den Weg zurück. Der Verlauf des Rennens wird auf jeden Fall super spannend, weil du hast die ganze Zeit keine Vergleichsmöglichkeit, weil alles versetzt Kreuz ist. Erst ganz am Ende weißt du, wer vorne ist. Das ist mega spannend. Komm in den Pushen. Komm, los geht's. Seid ihr ready für den Start? Ready. Ready? Immer. Okay, der Erste, der hier bei mir steht, hat gewonnen. Okay. In 3, 2, 1. Go! Alter, mega krasser Start von Benny, logischerweise voll durchgezogen. Alter, schön einparken hier. Das dürfte reichen. Und go, Baby! Anschnallen, anschnallen. Shit, ey Gott! Ah, was ist das? Wieso fährst du so langsam? Oh! Oh, Scheiße! Ihr habt ja mitbekommen, beim Drag Race ist ein kleiner Zwischenfall passiert. Matze hat echt geblutet. Er hat einen Uppercut bekommen von der Tür. Jetzt kommen sie aus dem Krankenhaus. Matze, alter Boxer! Ja. Oh ja! Boah, das hat richtig gescheppert, ne? Ey, Alter, das hat richtig geblutet. Hat richtig gescheppert. 5 Stiche. Hat der Doc genäht, Pflaster drüber, sagt, ich kann weitermachen. Warte, wie das passiert ist, ne? Ich reiß an der Tür und reiß mir die wirklich selber einfach stumpf so. Weißt du, normalerweise machst du ja so, und dann steigst du an. Ich so, da war irgendwas falsch. Okay, dann tue ich den Kopf jetzt weg. Erstmal, wie gesagt, Challenge ja, aber Nummer 2. Genau. Hast du gewonnen. Die Punkte richtig. 3 Punkte. Das,
Du kriegst die Punkte. Ja. Es steht 3-3. Einstand. Sehr gut. Einstand. Sehr gut. Alles klar. Das heißt, es geht um die Wurst. Die nächste Kategorie heißt Driften. Das ist gut. Die Challenge ist die, innerhalb von 60 Sekunden so viele Donuts wie möglich um diesen Pool. So. Wer fängt an? Du. Okay. Beide gleichzeitig. Du! Mein Motto ist, erstmal dick auftragen, klein beigeben, kannst du immer noch. Okay, erst quer, ist auch über die Linie. Jawohl. Ab jetzt 60 Sekunden. Läuft immer noch die Minute? Ja! Alter! Gibt's ja gar nicht, wie lange das dauert. 12! Jawohl. Und stopp! Ich glaube, Ihnen ist schlecht. Okay, 12 Stück. Dann lege ich jetzt mal los, ne? Würde ich sagen. Ja, würde ich sagen. Go! Oh, da dann schaltet natürlich ihr den zweiten, Digga. Na, erzähl mal. Yes! Ei! Ich hab den Flamengo touchiert! Jawohl! Oh, wow, wow, wow. Yes, Junge! Ey, noch, komm! Junge, das gibt es ja nicht. Ist noch! Yes! Alter! Was willst du, die inoffizielle oder die offizielle? Ich will die inoffizielle Wertung! Also, erst 12, aber es waren 13. Es 13. Nein! Ja, 13. Hör mir auf! Es war 13. Das kann nicht sein! 13, ich flipp aus! Das gibt's nicht! Mit dem Variant! Mit dem Variant! Geil. Mega, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zur Siegerehrung, oder? 3 Punkte aus dem ersten Spiel. Ja. Yeah. 3 Punkte aus dem zweiten Spiel. Donut bringt weitere 3 Punkte. Yes. Die Rocky Balboa gewonnen hat. Das muss ich auch sagen, ne? Trotz des leichten Dachschadens. Und die Medikamente, die du bekommen hast. Nein, hast du ja nicht, aber. Was, den Dachschaden hatte ich schon vorher. Glückwunsch, der erste. Danke, Mann. Schön zersägt. Aber ich muss sagen, Qualmidi, hast deinem Namen alle Ehre gemacht. Ja. Leute? Ich genieße das noch ein bisschen, leg mich jetzt eine Runde hin. Gute Besserung, ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao. Volkswagen.